Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich einen PC und zwar einen von Peacock. Peacock war ein Hersteller, der hat von 98 so bis 2002 PCs produziert. Das ist das englische Wort für Pfau. Und den habe ich hier auf dem Schrott gefunden. Den hat also einer entsorgt. Man weiß jetzt gar nicht hier, was es ist. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich habe auch den noch nicht angeschlossen. Und da schaue ich jetzt mal, was der so alles kann. Ich hatte den PC ja schon mal auf YouTube gezeigt in der Abstimmung. Und da ging es darum, welcher der nächste PC für das nächste Video sein soll. Und das war ein anderer PC. Hatten ja viele User für einen anderen abgestimmt. Aber viele haben geschrieben, hey, den nicht vergessen. Und auf keinen Fall. Hier ist er noch. So sieht er aus von der Seite her. Ziemlich langweilig, ist ungefähr so aus dem Jahr 98. Hier vorne ist noch das Logo drauf, Windows NT, Windows 98. Und wahrscheinlich ist es auch so der erste ATX-PC. Kommt mir zumindest so vor. Also 98 kamen die raus und das hier scheint ATX zu sein, also kein AT. Hier vorne ist also ein Taster und kein Schalter. Und da sieht man schon an der Seite, wie der immer eingeschaltet wurde. Ist genauso die Fund-Situation. Also hier hat einer immer hingegriffen und mit dem Daumen dann eingeschaltet und dann gibt es dann hier diese Muster. Das Herausragendste an diesen Geräten damals und hier im Speziellen, das ist wirklich das Gewicht, das ist richtiges Metall und auch innen dürfte da einiges verbaut sein. Ich schaue mal gleich und ich habe hier eine Paketwaage, die kann bis 20 Kilo. Da hebe ich den mal drauf und der hat einiges an Gewicht. Der hat hier 12,5 Kilo. Das ist wirklich einiges und ich hoffe mal, dass da auch noch ein bisschen was drin ist, dass der innen drin nicht komplett geflattert wurde und da irgendwelche Sachen ausgebaut wurden. Die Firma Peacock, die hatte so alles mögliche an PCs hergestellt, Desktop-PCs, Mini-Tower-PCs, Big-Tower-PCs und da konnte natürlich praktisch alles drin sein. Das konnte ein Gaming-PC dann letztendlich gewesen sein oder auch ein Office-PC, weiß man natürlich nie so genau. Von hinten sahen die auch immer gleich aus und da sieht man das hier schon. Soundkarte ist schon mal drin, Grafikkarte ist auch, weiß man nicht, was es für eine genau jetzt ist. Gucke ich jetzt gleich mal rein. Hier hinten Netzteil schon mal da und das scheint dann eben auch ein ATX-Netzteil zu sein. Ich befürchte mal, da hat schon einer was rausgeholt, weil hier oben fehlt die Schraube und das klemmt schon mal. Das ist schon mal schlecht. Da brauche ich einen Schraubenzieher. So. Da sieht man schon, das ist richtig stabiles Metall. Also das kann man so leicht nicht verbiegen. Ist auch schön gefalzt. Und ja, da haben die sich damals bei Gehäusen noch richtig viel Mühe gegeben. So sieht es von oben aus. Da hat man hier diese Griffe. Und hier sind zwei Schrauben. Das finde ich gut, weil das könnte darauf hindeuten, dass hier noch einiges Original drin ist. Sehr interessant. Hier ist ein Intel Celeron Aufkleber drauf. Was der da oben drauf macht, ich vermute mal oder könnte mir mal vorstellen, dass der vielleicht umgerüstet wurde. Mache ich mal beide Schrauben raus und ja, entweder ist das hier alles noch so original, wie das vor 20 Jahren war, dass der irgendwo privat rumstand und nie geöffnet wurde, nie umgebaut wurde, irgendwann dann eben ausgetauscht wurde und eine Ecke kam und danach, nach 20 Jahren, hat der Vorbesitzer den dann entsorgt, einfach weggeschmissen. Wie gesagt, Elektroschrott ist das hier. Oder möglich natürlich auch, dass hier jemand alles schon umgebaut hat. Vorne war ja ein schwarzes Laufwerk zu sehen. Das war mit Sicherheit nicht im Original drin. Das wurde mit Sicherheit mal nachgerüstet. So, bin ich mal gespannt. Und ich ziehe mal die Seitenklappe ab. Ja, das sieht doch schon mal wirklich sehr interessant und sehr schön aus. Ich sehe einiges an Staub, aber auch Festplatten und einen sehr interessanten Prozessor. Das ist wirklich ein super schönes Gerät, mal abgesehen jetzt von diesem ganzen Staub, der hier unten drin liegt. Den werde ich gleich mal rausmachen mit dem Staubsauger und mit einem Pinsel. Aber wenn man hier mal reinguckt, das Mainboard ist wie neu. Das glänzt wie neu. Wenn man das hier so mal ein bisschen dreht, dann sieht man hier, wie die Softboxen das hier reflektieren. Und dem einen oder anderen fällt auch auf, hier hinten steht, ein bisschen schwer zu sehen, Jahr 2000 kompatibel. Und hier ist ein Prozessor drin, ein Slot 1 Prozessor auf einem Adapter, aber das ist auch ziemlich selten. Und hier drüben eben noch die RAM-Module und das sieht alles wirklich richtig original aus. Hier oben hat jemand irgendwas abgezogen und nachgerüstet
und kann sein, dass das Laufwerk hier kaputt war. Und dann hat der hier oben das Schwarze dann nochmal reingebaut. Aber so wie es scheint, ist das auch die einzige Modifikation, die hier vorgenommen wurde. Also die Kabel sehen richtig gut aus. Hier sieht man die Anschlusskabel, die sind hier reingeklebt. Und so war das tatsächlich in den 90ern gewesen. In den 90ern hat man sehr viel Heißkleber und überhaupt Kleber in einem PC benutzt. Und hier sind diese Kabel mit so einem Plastiksockel hier an diese Metallwand geklebt. Ja, und so war es damals tatsächlich auch gewesen. Und das sieht alles 100% original aus, wie es damals wohl ausgeliefert wurde. Die Kondensatoren, die man hier links sieht, die sind ja wirklich ein Traum. Die sind noch super flach, die sind in keinster Weise gewölbt. Und ja, würde mich nicht wundern, wenn dieser Rechner auch nicht allzu lange lief. Zumal hier auch gar kein Staub ist. Also jeder, der seinen Rechner mal ein paar Jahre in Betrieb hat, der weiß, dass hier sich sehr viel Staub absetzt. Aber hier unten liegt Staub im Gehäuse drin. Das sieht so aus wie normaler Raumstaub, aber hier ist alles wirklich im guten Zustand. Der Rechner steckt voller kleiner Details, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Hier zum Beispiel die AGP-Grafikkarte. Die hat zum einen hier so einen Ausschnitt, das war auch ziemlich selten gewesen. Da hat man eben ein bisschen Pertinax-Platine einfach mal weggespart. Und hier hinten noch eine Besonderheit aus Ende der 90er. Dieses Schwarze, das ist nochmal ein Halter. Der hält die Karte, die AGP-Karte, hier unten am Sockel fest. Da sieht man so einen ganz kleinen Clip. Da ist es eingerastet in diesem braunen Sockel. Dieser Metallclip, der ist am braunen Sockel befestigt und hier dieser Halter, der hält sich dann wiederum am Clip fest und verhindert, dass die Karte hier hinten rausgeht. Das war so ein klassischer Serienfehler damals gewesen, so ein Designfehler, dass die VGA-Karten, diese AGP-Karten, die haben sich hinten immer so ein bisschen rausgeschafft aus dem Slot, also rein mechanisch, wenn man den Rechner bewegt hat, wenn man den transportiert hat zum Beispiel oder eben wenn man zu oft hier den Stecker rangesteckt hat und wieder abgezogen hat und die Hersteller sind irgendwann hingegangen und haben diese Klammern hier drauf gemacht und da bleibt die Karte richtig schön stabil drin. Auch ein interessantes Detail ist hier dieses graue Kabel, das geht von der Hauptplatine hier hoch an das CD-ROM oder eben an DVD-Brenner. Ich glaube, das geht hier hoch an das schwarze Laufwerk. Also das Laufwerk mit der schwarzen Blende. Und das ist Audiokabel. Da konnte man dann hier eine Musik-CD, eine Audio-CD einlegen und konnte die dann abspielen. Und da hat man dieses Kabel zugebraucht bei DOS oder Windows 95 oder Windows 98. Später bei diesen NT-basierten Betriebssystemen, da wurden dann die Audioinformationen digital hier ausgelesen über das SATA-Kabel oder dann eben jetzt hier über das IDE-Kabel. Leider weiß man gar nicht, was es jetzt genau für ein Rechner ist. Steht hier hinten auch nicht drauf. Hier ist zwar eine Nummer, möglicherweise eine Seriennummer, aber sonst steht das hier jetzt hier nicht geschrieben. Base MT, das könnte einfach heißen Basis Mini Tower, könnte sich einfach nur auf das Gehäuse beziehen. Da weiß man jetzt auch gar nicht, was es genau für ein Mainboard ist. Ich habe über mal geguckt und da ist jetzt speziell nichts aufs Mainboard aufgedruckt. Und hier unten ist der BIOS-Chip, da steht aber was drauf oder es steht eben da drauf. Und da steht hier drauf 6VTA2-D100N und da steht das Datum drauf von dem BIOS, das ist der 7.7.99, also ist jetzt über 20 Jahre alt und das hier ist ein Chaintech Mainboard. Und die Firma Chaintech, die hat eben Mainboards produziert für OEM-Hersteller. Konnte man so relativ schlecht kaufen, zumindest jetzt hier in Deutschland war das kaum erhältlich. Da hat man ja Gigabyte oder Asus gehabt. Aber hier Peacock, die haben eben da diese Chaintech-Boards zugekauft. Vor dem Einschalten probiere ich das Netzteil mal aus. Nicht, dass das Netzteil vielleicht wirklich einen Defekt hat und dass der Rechner auch deshalb hier im Elektromüll gelandet ist und jetzt hier gleich beim Einschalten ein eventuell funktionierendes Mainboard kaputt machen könnte. Und hier die Platte, die ist definitiv schon lange drin. Der Stecker, der will hier gar nicht raus. Mal gucken, ob es hier oben erstmal ein bisschen leichter geht. Tatsächlich, da geht er dann direkt raus. Alles rangesteckt. Das Netzteil ist noch so alt, das hat noch nicht mal hier die Zusatzstromversorgung für die CPU, den 4-poligen oder dann eben den 8-poligen Stecker. Hat das Board hier auch nicht und ich schalte das Ganze mal ein. Ja, sieht ganz gut aus, ist es aber praktisch nicht. Also hier ist das Netzteil eigentlich auch verbraucht. Die Spannungen, die stimmen nicht mehr.
Der Netzteilprüfer, der piept auch, da sieht man hier 5 Volt, die stimmen sogar noch hier oben links, die sind okay. Dann die 12 Volt sind ein bisschen zu wenig, aber unten, da sind die Spannungen auch falsch. Hier habe ich dann 11,7 Volt oder hier 11,9 Volt statt minus 12 oder plus 12 Volt. Also das ist auch nicht okay und da benutze ich mal ein anderes Netzteil. Da habe ich mal jetzt das Netzteil umgebaut. Ist natürlich komplett überdimensioniert. Das alte Netzteil, da stand irgendwas von SP sowieso 200 drauf. Ich gehe mal davon aus, dass es 200 Watt hat. Das hier ist so ein LC-Power mit, was waren das, 600 Watt. Braucht natürlich kein Mensch hier drin. Die meisten Kabel sind auch unbenutzt. Und die SATA-Stecker ja sowieso. Ganz schön schwer, da ein passendes Netzteil oder ein sinnvoll passendes Netzteil zu finden. Passend tut das natürlich auch, aber sinnvoll ist es natürlich nicht. Das stellt da viel zu viel Leistung bereit für so einen sozusagen kleinen Rechner. Physikalisch groß, technisch gesehen klein. Und ich stecke hier mal den Stecker rein, mache das mal an. Also das Netzteil funktioniert, das habe ich schon getestet. Und das sieht ja ganz gut aus. Und ich schalte es mal ein. Anlaufen tut er. Ist auch ordentlich laut. Hier die Festplatten, die machen die üblichen Geräusche wie von vor 20 Jahren. Und super, da kommt ein Bild. Und da habe ich hier Celeron mit 500 MHz und ungefähr 400 MB Speicher. So sieht es jetzt hier aus. 7.7.99, genau das, was auf dem BIOS-Baustein drauf stand, drauf gedruckt wurde. Dann habe ich hier den Celeron 500 MHz und dann hat es hier 3 RAM-Module. Sind es 3? Ja, es sind 3. Und dann hat es hier die Seagate-Platte gefunden, noch eine Seagate-Platte gefunden. Super. Und hier das Light-On. Mal schauen. Ja, das scheint erstmal zu funktionieren. Und natürlich nach 20 Jahren ist die Batterie leer. Ist ja eine Knopfzelle drin, also eine 2032, gehe ich zumindest mal von aus. Sieht so aus, ja. Und da drücke ich mal F1. Mal gucken, ob er bootet. Schade, bootet nicht, aber da hat sich wahrscheinlich nur was im BIOS verstellt. In der Bootreihenfolge gucke ich mir jetzt mal an. Und das Smart bei den Platten ist auch ausgeschaltet, war damals so üblich. Und das schalte ich mal gleich ein. Und hier ist eine Platte, die hat 20 GB und dann hat es hier noch eine 10 GB Festplatte. Da muss man erst immer mal umrechnen von Megabyte auf Gigabyte. Damals war eben die normale Größe Megabyte. Und das BIOS ist mit Sicherheit auch für noch kleinere Platten gedacht gewesen und das sieht ja hier schon recht klobig aus mit dieser langen Zahl. Ich habe mal einfach von der Ultimate Boot CD gebootet und die habe ich mir eben ganz neu gebrannt, weil das sind ja noch relativ alte Laufwerke und da kann es immer sein, je nachdem wie alt das Laufwerk ist, wo man die gebrannte CD lesen möchte, dass nicht jede CD richtig erkannt wird und die habe ich hier mit 16-facher Geschwindigkeit gebrannt, also langsamer als möglich. Da ist mir aufgefallen, sowas funktioniert in alten Laufwerken meistens besser als CDs oder DVDs, die man mit höherer Geschwindigkeit brennt. Hier habe ich das Programm Hardware Info gestartet von dieser Ultimate Boot CD und da kann ich schon mal gucken, was das jetzt hier alles ist. Hier steht dann Intel Celeron 300A mit 500 MHz. 500 MHz, das stimmt ja, konnte man ja eben beim Booten sehen. Die anderen Daten, die muss man immer mit Vorsicht genießen. Da weiß man nie so genau, ob das jetzt stimmt, was so ein Hardware-Infoprogramm da ausliest. Aber AGP zweifach, das kommt hin. ISA hat der Rechner auch und ein VIA Apollo Chipsatz, der ist hier auch drin. Das ist also schon ein bisschen besseres Mainboard damals gewesen. Da gab es auch welche mit anderen Chipsätzen, die weniger konnten. Und dann hat es dann hier 329 MB RAM, kommt ja auch hin. Und hier unten ist ein Avort BIOS drin. Und ich schaue mal, was das hier für eine Grafikkarte ist. Den Monitor hat er schon mal erkannt. Hier ist ein Asus-Monitor. Und die Grafikkarte hier drin ist eine AT Rage 128. Und hier XPad 99, XPad 2000 mit 32 Megabyte RAM und das ist natürlich schon ziemlich gut gewesen für die damalige Zeit. Also das ist schon ein ordentlich teurer Rechner damals gewesen. Ich boote einfach mal von der Windows 98 CD und da kann ich prima auf so alte Platten zugreifen. Muss ich jetzt nicht umständlich ausbauen. Was Neueres booten, irgendeine andere Live-CD kann man natürlich mit so einem alten Mainboard sowieso nicht. Also da muss man sich schon ein bisschen beschränken. Und jetzt habe ich hier Windows 98 CD gebootet und ich sehe schon mein optisches Laufwerk. Das ist Laufwerk D hier oben. Also
Hier wurden keine weiteren Partitionen auf der Platte gefunden. E oder sowas gibt es nicht. Und ich starte mal F-Disk. Damit konnte ich ja damals und man kann auch jetzt noch hier Platten verwalten und mal gucken, keine Partition definiert auf Festplatte Nummer 1, die er gefunden hat. Ich guck mal hier, zwei hat er gefunden, eben die 20 GB und die 10 GB. Ich gucke mir mal die andere an und zeige mir die Partitionierungsdaten an. Auch nichts drauf. Also der Vorbesitzer hat hier die Platten wohl formatiert oder nur die Partition gelöscht, weiß man nicht so genau, aber egal. Und ich werde die Platten mal formatieren und mache hier mal ein Betriebssystem drauf. Ich habe jetzt Windows XP mal gebootet. Windows XP Home natürlich. Windows XP Professional ist da ein bisschen anspruchsvoller. Und da finde ich jetzt meine beiden Platten. Die sind eben unpartitioniert, steht hier. Und ich habe mal einfach eine kleine Partition erstellt von 5 GB. Und da installiere ich jetzt mal Windows XP rein. Und mal gucken, nämlich FAT oder NTFS. Nehme ich mal NTFS. Und dann installiert sich hier jetzt Windows XP Home. Was ich noch gefunden habe, ist diese CD. Sehr interessant, das ist Windows XP Professional. Wollte ich ja nicht auch drauf machen. Aber ich halte die CD mal ein bisschen näher an die Kamera. Und was man da so sieht, so in der Perspektive, da sind diese Punkte, die hier drauf sind. Das ist eine Original-CD von Microsoft. Und da ist ja so ein Hologramm mit in der CD drin. Das sieht man auch ganz gut, aber was passiert ist in den letzten Jahren, während die gelegen hat und da haben sich diese Punkte gebildet, was auch immer genau das ist, aber so wie es scheint, ist die CD dabei, hier sich zu zersetzen, zumindest jetzt hier die bedruckte Seite und wenn man sich die Datenseite mal anschaut, da stellt man nichts fest, das ist richtig gut, das ist ganz okay, aber die CD, die zersetzt sich tatsächlich scheinbar. Und diese Punkte waren vor ein paar Jahren noch nicht drauf, jetzt sind sie hier drauf, jetzt entstehen die da. Und so CDs, die halten auch nicht ewig. Bin mal gespannt, wann man die dann nicht mehr lesen kann. Während Windows XP installiert, kann man sich den Rechner nochmal angucken. Wirklich ein super schönes Detail ist diese Wand hier hinten. Was sieht man an der Wand? Ja, irgendwie wenig. Und vor allem, was man nicht sieht, sind irgendwelche Lüfteröffnungen. Die heutigen Gehäuse, die sind ja komplett perforiert. Kann man ja fast überall durchgucken. Da gibt es ja kaum noch geschlossene Oberflächen, wie hier zum Beispiel. Und liegt daran, in 90ern, da haben Rechner eigentlich super selten überhitzt. Und wenn es mal zu warm wurde, hat man sich einen Big Tower gekauft. Da war dann entsprechend mehr Platz und eine bessere Kühlung drin. Und die Festplatten, die waren noch mal ein bisschen weiter oben. Aber hier, als dieses Gehäuse hergestellt wurde, da gab es thermische Probleme wohl gar nicht. Und da haben die einfach hier diese Wand gemacht. Macht man natürlich heute nicht mehr. Spart natürlich auch Metall an der Stelle. Wird ausgestanzt und wird dann wiederverwertet. Und hier hat man eine richtig stabile Platte. Kann man jetzt im Video gar nicht so rüberbringen. Aber das ist hier richtig stabiles Metall. Und was auch auffällt, ist hier der kleine Kühler mit diesem Mini-Lüfter drauf. Der dreht entsprechend hoch. Und das war hier so die Zeit mit Slot A oder Slot 1 dann bei Intel. Da wurden die Prozessoren ein bisschen heißer, aber der Kühler, der kommt auch noch aus den 90ern und heute sehen die ja entsprechend größer und anders aus. Sieht man prima hier das Kühlelement, das ist dieses hier, das ist nur so fingerbreit oder fingerhoch und dann hat es hier einen Lüfter, der dürfte so 40x40 mm sein, hier oben dann angeschlossen ans Mainboard und ich halte mal daneben einen Original Intel Kühler. Das ist ein Sockel 775 Kühler, passt aber auch noch auf andere drauf. Und da sieht man hier auch schon von der Größe, von der Höhe. Ich halte das jetzt mal unten bündig. Der ist mal doppelt so hoch. Der hat fast die vierfache Fläche. Und ja, so ungefähr sieht das aus. So dick ist der dann. Und da sieht man optisch hier ganz prima den Unterschied. Ein Riesending ist das hier. Und da gibt es natürlich nach oben keine Grenzen. Da habe ich hier noch einen Argus-Kühler, hat einen Zuschauer geschickt und der ist natürlich hier riesig groß. Der würde hier kaum reinpassen. Ich versuche das mal so ein bisschen daneben zu halten, aber das passt hier alles kaum noch ins Gehäuse mit rein. Und diese Wärmeexplosion, die hat es so ab 2000 gegeben mit dem Pentium 4, mit dem Athlon XP. Da wurden die Kühler dann riesig groß und die Gehäuse haben natürlich die entsprechenden Löcher hier zur Lüftung bekommen. Windows XP zu installieren klappt ganz gut hier auf dem Gerät, ist natürlich super langsam, aber das war Windows XP natürlich
eigentlich immer gewesen, vor allem auf normalen Festplatten. Und hier noch 34 Minuten und er hat schon eine halbe Stunde gearbeitet. Und da sieht man erstmal, wie schnell Windows 10 sich heutzutage auf modernen Rechnern, Notebooks oder Gaming-PCs installieren lässt. Klassische Maus habe ich auch noch gefunden. Die war nicht dabei bei dem Rechner auf dem Schrott, sondern die hat ein Zuschauer mal gespendet. Das ist hier eine Logitech-Maus mit so einer Kugel. Da hört man die Kugel drin rumfallen, aber funktioniert ja ganz einwandfrei. Und das waren auch so die Mäuse, die damals hier bei den Rechnern immer mit dabei gelegen haben als OEM-Version. Das ist vielleicht eine, da ist kein buntes Logo drauf, sondern das ist nur hier unten drauf und auch nur in Schwarz-Weiß. Also es ist wahrscheinlich eine OEM-Maus. Der Celeron-Prozessor, der hier so ein bisschen an der Kante zu sehen ist, der sitzt ja auf dem Adapter drauf, auf dieser Karte drauf, und der Prozessor selber ist ein Sockel 370 Prozessor mit eben diesem kleinen Kühler hier. Und der Sockel, der ist auf dieser Adapterplatine drauf, also auf einer Slot 1 Adapterplatine, die in einem Slot 1 Mainboard drinsteckt. Das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Intel hat ja diese Slot 1 CPUs rausgebracht, weil in der CPU, in einem Pentium 2 oder auch in vielen Pentium 3s, je nachdem was man da hatte, kein Level 2 Cache mehr drauf war. Und der war hier auf dieser Platine drauf und da sieht man hier gar nichts. Also hier ist kein Level 2 Cache drauf, weder hier unten noch hier oben, da wären die normalerweise drauf gewesen. Und der ist bei diesem Prozessor wieder im Prozessor drin. Und ja, da hat der Hersteller, also Peacock, wohl noch jede Menge von diesen Mainboards gehabt. Und die sind ja dann irgendwann ausgelaufen. Das ist ja ein neuerer Prozessor auf einem älteren Mainboard. Und da haben die eben noch jede Menge Slot 1 Mainboards auf Lager gehabt und haben die mit neueren Prozessoren mit einem Adapter weiterverwendet. Ja, hat funktioniert, hat sich installiert, hat natürlich ziemlich lange gedauert. Bestimmt so eine Stunde, Stunde 15 Minuten ungefähr, bis dieses Windows hier installiert war. Windows XP Home ist es jetzt. Und ja, so kennt man das. Und ich gucke mir das mal an. Mal schauen, was hier genau an Hardware drin ist. Das mittlerweile ja fast 20 Jahre alte Windows XP hat direkt auch den Monitor erkannt und hat auf HD gestellt, also 1920x1080 Punkte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Funktioniert ohne Probleme. Die Pixel sind natürlich sehr klein, auch gerade zum Abfilmen. Und da verändere ich mal die Auflösung. Mal schauen, was der Gerätemanager hier sagt, und hat tatsächlich alles gefunden. Das ist ja super. Ich gucke mal hier, Standard-PC, Diskettenlaufwerke sind gefunden, optisches Laufwerk hier oben, das ist da, Grafikkarte ist die ATX Pad 99, XPad 2000, und hat zwei Platten gefunden. Und mal gucken, was hier noch alles so drin ist. Ich schaue mal, ob der Rechner auch schon USB-Sticks erkennt. USB-Port hat er ja, das heißt aber natürlich noch nichts. Ich stecke den mal rein und gucke ich mal, ob ich hier auch Programme von starten kann. Den Stick hat er gar nicht erkannt. Warum nicht, habe ich mich eben jetzt hier gefragt. Aber muss man sich ein bisschen zurückerinnern. Ich bin jetzt hier im BIOS drin, habe Windows XP runtergefahren und bin ins BIOS rein. Da kann ich jetzt hier alle Anschlüsse ansteuern, einschalten, ausschalten und so weiter. Und hier drüben, da sieht man schon On-Chip USB Disabled. Ja, das sind die BIOS Default-Einstellungen. Warum war das so? Die Hersteller konnten da teilweise so 98, 99 nicht allzu besonders viel mit anfangen mit USB. Allzu viele Geräte gab es nicht. Und viele BIOS-Hersteller haben im BIOS dann USB Disabled als Default eingestellt. Also wenn man das nicht per Hand eingeschaltet hat, dann wurde es auch nicht aktiviert. Und das ist heute natürlich genau andersrum. Und ich speichere das mal ab und boote mal neu. Windows XP hat hier den neuen USB Host Controller gefunden. Ich hoffe mal, das macht es auch jetzt automatisch. Das weiß man bei so alten Windows-Versionen nie. Windows 10 kann das ja ohne Probleme. Und Windows 7 üblicherweise auch. Und Windows 8 sowieso. Aber hier ist das jetzt erstmal unbekannt. Sieht aber ganz gut aus. Und ich kontrolliere das nochmal. Sieht gut aus im Gerätemanager. USB-Controller ist vorhanden von VIA. Und ich stecke den USB-Stick mal jetzt in den Rechner rein. Und dann sollte der normalerweise auch erkannt werden. Und da, ja, super, hat Windows XP tatsächlich schon eine neue Hardware erkannt. Dauert bei Windows XP natürlich auch immer länger als
bei neueren Windows-Versionen. Teilweise hat man auch für die USB-Sticks eigene Treiber gebraucht. Bei Windows 98 war das teilweise sehr oft der Fall, bei Windows XP eigentlich eher selten. Und ich hoffe mal auch, dass hier man keinen Treiber nachinstallieren muss. Da sieht man jetzt hier schon, da gibt es die Warnmeldung, dieses USB-Gerät erzielt eine höhere Leistung, wenn Sie es an einen Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 Anschluss anschließen. Also hier auf dem Board ist auch nur USB 1.0 dabei. Und da gab es ja die berühmten USB-PCI-Karten, die konnte man hier nachrüsten. Und die waren ja früher sehr beliebt, mittlerweile natürlich auch wieder nicht mehr. Aber auch auf diesem 20 Jahre alten Rechner, da funktioniert hier der USB-Stick mit den Portable Apps. Da sind ja verschiedene Apps und Programme auf den USB-Stick drauf installiert, die ich jetzt hier starten kann. Vorausgesetzt, sie sind eben kompatibel mit Windows XP und da sind auch eine Menge Spiele dabei. Mal gucken, ob es klappt. Da hat es doch glatt den USB-Stick mit dem Defend Reloaded gefunden. Da kann ich verschiedene Programme starten in der DOS-Box und sieht ganz so aus, als würde das hier auch funktionieren. Ich versuche es hier mal mit Day of Tentacle. Das sollte hier auf einem 500 MHz Gerät definitiv laufen. Und es funktioniert auch richtig gut. Obwohl nur Windows XP installiert ist, läuft hier die DOS-Box mit den Emulationen von Spielen super klasse drauf. Wahrscheinlich auch besser als auf einem Windows 10 Rechner, weil da nicht so viel Prozesse im Hintergrund laufen. Also hier hat man nur das Windows XP und fertig. Funktioniert wirklich klasse auf einem 20 Jahre alten PC mit Windows XP drauf, mit einer DOS-Emulation. Soundkarte geht ohne Probleme. Ich habe auch keinerlei Treiber nachinstalliert. Alles ist von der Windows XP CD gekommen und so habe ich mir das auch vorgestellt, weil Windows XP kam ja ungefähr so 3 Jahre später und da hatte Microsoft schon eine Menge Treiber draufgepackt für Hardware, die eben ein paar Jahre vorher auf den Markt kamen. Wirklich ein super schönes Gerät, richtig schön original, also in einem fast neuwertigen Zustand. Das Mainboard hier, den Staub habe ich ja mit dem Staubsauger ein bisschen entfernt. Und ich vermute einfach nur, dass jemand mal hier eine Festplatte nachgerüstet hat. Ich vermute mal unten, das ist die Original und oben ist die neuere. Und hier oben hat einer mal das CD-ROM-Laufwerk hier eventuell kaputt gemacht. Da ist vielleicht was abgebrochen, vielleicht ist er dann mal im Knie gegengekommen und hat da ein DVD-Laufwerk eingebaut. Könnte ich mir mal so vorstellen. Aber hier Mainboard, alles super klasse, super schön original. Glänzt noch richtig schön, Kondensatoren noch alle richtig schön glatt, in einem guten Zustand. Hier oben habe ich eine Cherry-Tastatur, die war jetzt auch nicht dabei, also die habe ich jetzt nicht auf dem Müll gefunden, die habe ich mal in eBay gekriegt und hier mit der Original-Maus. Lautsprecher geht auch direkt, Soundkarte funktioniert, USB geht auch, also wirklich ein super schönes, klassisches Gerät vorm Schrott gerettet. An der Stelle auch vielen Dank an den Thomas aus Oldenburg. Der hatte mir ja auch einen Peacock-PC geschickt und zwar einer, der nochmal eine Nummer älter ist und nochmal eine Nummer kultiger. Den zeige ich mal in einem anderen Video. Hatte ich in einem Livestream ja schon mal gezeigt. Guckt euch einfach mal auch die Livestreams an. Da findet ihr auch den anderen Peacock-PC in einem ganz anderen Gehäuse, in einem Gehäuse, was man vom Desktop zu einem Mini-Tower sozusagen umbauen, umstellen kann. Und das ist auch wirklich ein sehr interessantes Gehäuse und ein sehr interessanter Rechner. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Hinweise, Kommentare oder irgendwas über den Peacock PC wisst, was ich nicht weiß, dann schreibt das unten mal in die YouTube-Kommentare rein. Das interessiert mich auf jeden Fall und andere mit Sicherheit auch. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr noch weitere Videos, auch mit entsprechenden PCs aus dem Zeitrahmen hier, aus den 90ern und was man damit machen kann, wie man die reparieren kann und was die alles für Eigenschaften haben. Besucht einmal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben, da seht ihr, wie man auch Notebooks repariert, Handys repariert, wie man Drucker instand setzt, wie man Windows 10 schneller macht oder wie man Windows 10 kaufen kann oder kostenlos immer noch von Microsoft runterladen und installieren kann, was man machen kann, wenn der Gaming-PC zu heiß wird, wie man die Wärmeleitpaste tauscht, was der Windows Game Mode ist, was passiert, wenn der Bildschirm von einem Notebook oder Laptop weiß ist. Und lauter andere Sachen, da sind noch hunderte andere Beiträge mit Bildern, Tipps und Tricks, die mit Sicherheit für euch interessant sind.
Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.